Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mit einem Set von Kobi, und zwar einem schon etwas älteren Set, dem Army Hydroplane. Zu stümperhaft gut Deutsch übersetzt, einfach ein Wasserflugzeug der Armee. Ich weiß, ihr seid genauso begeistert wie ich. Auf jeden Fall ist es ein Teil der Small Army Reihe. Ich habe das Set gebraucht gekauft, habe es ohne, jetzt leider ohne Anleitung, beziehungsweise ich hatte die Anleitung dabei und habe sie leider nicht mehr. Ich bin manchmal echt eine Schlampe. Kann sein. Und ohne UVP damals gekauft. Hab das aufgebaut mit der Anleitung. Es gab zwei Fehlteile, die waren aber auch in der Annonce so beschrieben. Und das Set schießt momentan preismäßig echt in die Luft. Und das ist klar, es ist ein altes Kobi-Set, es ist ein Flugzeug von Kobi, das muss man immer dazu sehen. Und es ist wirklich ein schönes Spielset. Das Set ist Teil der Small Army-Reihe. Und da es ein Spielset ist, zeige ich euch erstmal, was ist überhaupt dabei und dann so ein bisschen die Spielfunktion. Alles, was ihr hier jetzt seht, ist auf jeden Fall bei dem Urset dabei. Und da haben wir so eine kleine Insel, die ihr erobern könnt. Ihr kleiner Eroberer, ich kenne euch doch. Und zwei Minifiguren, einen Piloten und einen, der dann die Außenmission übernimmt und versucht, die Insel zu erobern. So ist das nämlich. Dafür habt ihr noch dieses kleine, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich denke mal, es ist ein kleiner Jetski. Ja, ist jetzt nicht das Hübscheste fürs Spielen, reicht's aber. Hier könnt ihr dann euren Eroberer hinten drauf stellen und könnt hier schön zur Insel düsen und könnt sie einnehmen. Wunderbar. Aber irgendwie müsst ihr ja auch zu dieser Insel überhaupt hinkommen. Und dafür haben wir dieses wunderschöne Flugzeug hier, das Army Hydroplane. Es ist für die Small Army Reihe wirklich groß. Im Vergleich dazu hier mal ein Panzer der Small Army Reihe. So, stellen wir den mal so hin. Und den so hin. Und da siehst du schon, es ist ein großes Set für 200 Teile. Aber das kennen wir ja von Kobi, dass die aus wenigen Teilen bei Flugzeugen viel machen. Siehe Ruderbaron Fokker DR1. Werde ich wahrscheinlich auch noch eine Review dazu drehen. Und das ist eine Herzenssache. Da geht es nicht darum, Aufrufe zu holen. Das wird wahrscheinlich niemand gucken, weil es schon die anderen riesigen YouTuber alle reviewt haben. Aber ich werde es einfach auch mal machen. Einfach aus einer Herzenssache. So, dann weg mit dir. Kommen wir wieder zu dem Set Army Hydroplane. Wir haben als Spielfunktion hier zwei Geschütze. Die sind schön frei beweglich. Können hier seitlich schießen, können nach vorne schießen, können nach oben schießen. Dann können wir hier die Minifigur einsetzen. Können damit halt schön durch die Gegend fliegen. Und da sind auch die zwei Fehlteile. Hier fehlen zwei Türen. Ach, um Gottes Willen finde ich jetzt nicht schlimm. Man kann es einfach auffüllen. Macht hier eben einen grauen Einerbrick rein, wisst ihr. Dann sieht es schon besser aus und dann vermisst man die Türen gar nicht. Es ist ein Spielset. Propeller drehen sich natürlich. Und man kann hier bei diesem Set hinten wie die Ladeluke öffnen. So. Und kann dort noch etwas verstauen. Der Jetski passt leider nicht rein. Macht euch da bitte keine falschen Illusionen. Aber das geht. Man könnte da zum Beispiel eine schöne Figur reinsetzen und so tun, als wäre es ein Fallschirmspringer. Unendliche Möglichkeiten, ich weiß. Es ist wirklich vom Spielen ein tolles Set. Auch für das Geld. Ich habe es jetzt gebraucht für, ich glaube, 13 Euro gekauft. Es ist wirklich in Ordnung, ganz ehrlich. Da kann man sich für mehr Geld größeren Schrott kaufen, weil das ja auch kein Schrott ist. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall, wir haben hier oben einen Druck. Alles, was ihr hier seht, ist gedruckt. Ich mache keine Sticker drauf. Das wisst ihr ja eigentlich. So. Und das sind so die Spielfunktionen. Was sind dann die Probleme mit dem Set? Es ist vielleicht nicht das schönste Flugzeug. Muss man nicht sagen, es ist ein bisschen klobig. Aber es sind wenige Teile. Und im Endeffekt sieht das Vorbild jetzt auch nicht groß anders aus. Leider hat aber dieses Set einen großen Drang umzukippen. Ich würde hier vorne noch etwas Schweres reinlegen, damit stehen bleibt. Das kippt dann so um. Kann man hier so eine schöne Wippe draus machen, warum denn auch nicht? Aber das könnte für Spielen doof sein. Aber sonst habe ich keine Probleme an dem Set. Die Teile sind super gewohnte Kobi-Qualität. Es lässt sich ohne Probleme bauen. Keine Fehler in der Anleitung. Es lässt sich gut damit spielen, es ist robust. Hier fällt nichts auseinander, weil man da mal ein bisschen damit rumspielt. Außer eine Stelle, die zwar jetzt gut fest ist, aber vielleicht mal abgehen könnte. Was jetzt nicht allzu schlimm ist, das passiert nicht oft. Dann lipst man es wieder ran. Sind hier unten die Schwimmtanks. Die sind relativ locker, ist übertrieben. Das ist so die Sollbruchstelle an diesem Flugzeug. Sonst ist alles wirklich robust. Das kannst du.
hier hinfallen lassen, abstürzen lassen, was weiß ich. Das fällt nicht auseinander. Kobi-typisch. Diese Tanks sind an für sich auch schön. Die werden hier so hochgestapelt. Das sind alle gebaut, das sind keine Formteile. Außer eben diese zwei Ecken hier. Sonst alles gebaut. Sehr schön. Und das setzt man dann halt einfach wieder ran und hat wieder sein Flugzeug. Da gibt es keine Probleme. Dieser Jetski hier. Man hätte vielleicht lieber die Teile nehmen sollen, hätte sie ins Flugzeug noch gesteckt. Weil ich finde den, ja, knuffig. Sagen wir es mal so. Entweder man hätte ihn richtig gebaut oder man hätte ihn weggelassen. Man kann damit spielen, das Kind wird es nicht riesig stören. Es ist jetzt aber auch nicht der Hammer. Das muss man halt so sagen. Die Insel ist schön. Kann man sich ja auch erweitern, wie man möchte. Hier ist halt sehr viel mit Formteilen gearbeitet. Nur das hier drin ist eine wirkliche Platte. Das andere ist wirklich nur für die Insel nutzbar. Aber da kann man vielleicht, wenn man ähnliche Teile hat, das noch schön zusammenstecken. Baut sich da noch eine richtig schöne Spielinsel draus. Und das war's auch schon. Ich kann sagen, ich empfehle euch das Set, wenn ihr es gebraucht irgendwo günstig bekommt. Eure Kinder werden sicherlich damit Spaß haben. Oder vielleicht auch die Erwachsenen, in denen noch ein Kind steckt. Ihr werdet damit auf jeden Fall Spaß haben. In die Vitrine könnt ihr es euch stellen, wenn ihr wollt. Wenn ihr schön genug findet. Warum nicht? Es hat ja jeder andere ästhetische Vorstellungen. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen klobig. Ja, aber sonst war es das dann auch schon wieder. Ich hoffe, diese Mini-Review, diese Kurzvorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr das Set findet, ich werde auf jeden Fall unten noch die Setnummer reinschreiben, dass ihr es auch mal richtig suchen könnt. Unter dem Namen Army Hydro Plane könnt ihr es natürlich auch finden, aber die Setnummer ist immer besser. Die musste ich euch jetzt mal schuldig bleiben, weil ich habe die Verpackung und die Anleitung gerade leider nicht. Aber ich suche das für euch raus. Ich verlinke euch nochmal die Setnummer, vielleicht auch sogar noch einen Anbieter davon. Und wenn ihr es cool findet, dann holt es euch. Habt Spaß damit. Und das ist die Hauptsache. Und damit haut rein. Euer Krieg der Steine.